Ich bin 23 und ich bin seit 12 Jahren beim SC. Also ein ganzes halbes Leben. Ich in drei Worten. Puh. Loyal. Intelligent. Ehrlich. Lustig. Er kann sich quälen. Liebevoll. Ich bin Jannik Keitel und ich bin Spieler beim SC Freiburg. Ich glaube, auf dem Fußballplatz bin ich schon so ein Zweikämpfer. Ein traumhafter Freistoß mit ganz viel Gefühl. Jannik hat angefangen zu spielen in SV Breisach mit so circa 6 Jahren. Da ist er rangegangen, ohne Rücksicht. Jannik war schon immer sehr, war schon dominant. Wir haben dann viel Passrundläufe gemacht, viel Koordination. War jetzt relativ schnell gesagt, dass er und der Martin in dem Jahrgang schon zwei Top-Talente waren. Beim Spielen bei Breisach damals noch, da waren dann Scouts da. Da haben wir echt gut gespielt und dann kamen wir wirklich ein paar Tage danach dann die Einladung. Und dann durfte man zum Probetraining kommen, das war schon immer was ganz Großes. Da war man schon echt nervös. Als er zum SC Freiburg wechselt hat und man dann festgestellt hat, was das für einen Druck auch erzeugt bei den Kindern, insbesondere wenn sie von Jahr zu Jahr bestehen müssen, da hat man auch als Eltern irgendwie schon auch Bammel davor gehabt. Das war mir schon wichtig, dass er der bleibt, der er eigentlich ist. Schon ein sehr gutes Gefühl, wenn man da auf einmal für den größten Club hier in der Umgebung spielt. Man lernt früh auch selbstständig zu werden. Da wird man schon schneller erwachsen. Jannik war schon so ein Streber. Der war dann irgendwie 4 Wochen weg bei der WM und kommt dann trotzdem zurück in den Unterricht und konnte alles. Das wird einem schon hier auch beigebracht, bodenständig zu sein, dass man einfach für vieles dankbar ist, dass vieles auch nicht selbstverständlich ist. Man muss schon sehr diszipliniert sein, um es bis zu den Profis zu schaffen. Hart an sich arbeiten, auch immer wieder offen auch für Kritik sein und ja, auch einfach mit dem Druck umgehen können. Ich versuche gelassen zu bleiben. Ich meditiere tatsächlich täglich, mache Achtsamkeitsübungen und ja, versuche auch einfach immer wieder halt Situationen zu reflektieren, weil manchmal in der Emotion sieht man Situationen anders, als sie dann wirklich sind. Wir sind bei jedem Spiel dabei. Ja, das ist Heimat. Das ist ein Teamsport. Man hat Spieler um sich rum, mit denen man halt alles gibt und gegen die gegnerische Mannschaft fightet. Und natürlich eine unglaubliche Kulisse hier hinter einem, die Fans, die einen da pushen. Und das ist dann schon ganz was Besonderes. Du gibst halt alles und dann am Ende gewinnt man zusammen oder man verliert zusammen.